Hey, willkommen zu einem neuen Video. In der Welt der internationalen Königshäuser und Präsidentenresidenzen gibt es mehrere Eliteeinheiten, die mit dem Schutz von Staatsoberhäuptern, Königsfamilien und historischen Denkmälern beauftragt sind. Diese engagierten königlichen Wachen, die oft in beeindruckende Uniformen gekleidet sind, sind für ihre tadellose Disziplin bekannt. In diesem Video stellen wir euch 20 königliche Wachen vor, mit denen du keine Probleme haben möchtest. Du bist neu auf diesem Kanal? Dann vergiss nicht, uns zu abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Nummer 20. Die Schweizer Garde der Vatikanstadt ist eine der ältesten ununterbrochen dienenden Armeen der Welt und wurde 1506 von Papst Julius II. Gegründet. Die Ursprünge der Schweizer Garde gehen auf das späte 15. Jahrhundert zurück, als Schweizer Söldner wegen ihrer militärischen Erfahrung gesucht wurden. Ihre Hauptaufgabe ist es, den Papst, das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche, zu schützen und die Sicherheit der Vatikanstadt zu gewährleisten. Du wirst feststellen, dass sie ausschließlich aus Schweizer Bürgern besteht. Um als Schweizer Garde arbeiten zu können, müssen die Rekruten männlich, unverheiratet und katholisch sein und sie müssen bestimmte Größen- und Altersanforderungen erfüllen. Außerdem müssen sie eine strenge Ausbildung bei der Schweizer Armee absolvieren. Diese umfassende Ausbildung umfasst militärische Übungen, den Umgang mit Waffen und unbewaffnete Kampftechniken. Nummer 19. Im Laufe der Geschichte haben die F-Zones eine wichtige Rolle bei der Verteidigung Griechenlands gespielt. Sie haben an verschiedenen Konflikten teilgenommen, unter anderem am Ersten und Zweiten Weltkrieg sowie am griechischen Bürgerkrieg. Jetzt ruhen sie meistens. In der Vergangenheit wurden sie in Konflikt- oder Krisenzeiten zum Schutz wichtiger historischer und kultureller Denkmäler in Athen herangezogen. Die F-Zones, auch bekannt als die Präsidentengarde Griechenlands, sind eine Elite-Infanterieeinheit, die für die Bewachung des Grabes des unbekannten Soldaten in Athen und der Präsidentenresidenz zuständig ist. Ihre Ursprünge gehen auf den griechischen Unabhängigkeitskrieg im 19. Jahrhundert zurück. Die Ausbildung ist ein intensiver Prozess, der sich auf körperliche Fitness, Disziplin und Präzision konzentriert. Das Training umfasst Kampfsportarten, Paradeübungen und Ausdauerübungen. Jede Stunde findet der feierliche Wachwechsel am Grab des unbekannten Soldaten statt. Eine faszinierende Vorführung von synchroner Präzision, die sehr viele Zuschauer anlockt. Nummer 18. Die saudische Königliche Garde ist eine Elite-Sicherheitseinheit, die für den Schutz der saudischen Königsfamilie, der Paläste und anderer wichtiger Regierungseinrichtungen zuständig ist. Die 1953 offiziell gegründete Einheit besteht aus hochqualifiziertem Personal, das aus verschiedenen Bereichen der saudischen Streitkräfte ausgewählt wurde. Sie müssen strenge körperliche Anforderungen erfüllen, um sicherzustellen, dass sie über die für ihre Aufgaben erforderliche Kraft, Ausdauer und Beweglichkeit verfügen. Zusätzlich zu ihrem gut ausgebildeten Personal setzt die saudische Königsgarde fortschrittliche Sicherheitssysteme und Überwachungstechnologie ein, um die Sicherheit der königlichen Familie zu gewährleisten. Innerhalb der Königlichen Garde Saudi-Arabiens gibt es spezialisierte Einheiten, wie zum Beispiel die Special Emergency Force, die für eine schnelle Reaktion auf Sicherheitsbedrohungen und Notfälle ausgebildet sind. Während des Golfkriegs, als der Irak in Kuwait einmarschierte, spielte die saudische Königliche Garde eine entscheidende Rolle beim Schutz wichtiger Einrichtungen, einschließlich der Königspaläste und bei der Gewährleistung der Sicherheit der saudischen Königsfamilie. Sie arbeitete auch mit anderen Sicherheitskräften zusammen, um Bedrohungen zu bekämpfen und die nationale Sicherheit zu gewährleisten. Nummer 17. Die Queen's Guard, die heute als King's Guard bezeichnet wird, ist für die Bewachung der offiziellen Residenzen der britischen Monarchie, einschließlich des Buckingham Palace, zuständig. Sie sind bekannt für ihre unverwechselbaren roten Tuniken, ihre hohen Bärenfellmützen und dafür, dass sie stundenlang stillstehen und nicht lächeln. Aber täusche dich nicht, sie sind hochqualifizierte und disziplinierte Soldaten, die eine spezielle Ausbildung für zeremonielle Aufgaben absolviert haben. Obwohl sie in erster Linie eine Zeremonieneinheit sind, können sie bei Bedarf auch operative Aufgaben übernehmen. Viele der Soldaten, die im Vereinigten Königreich dienen, haben militärische Erfahrung und sind gut ausgebildete Infanteristen. Es gibt 5 Regimenter der britischen Armee, nämlich die Grenadier Guards, Coldstream Guards, Scots Guards, Irish Guards und Welsh Guards. Jedes Regiment übernimmt abwechselnd mehrere Tage bis wochenlang feierliche Aufgaben. Ein anspruchsvoller Zeitplan ist allerdings eine Untertreibung. Die Soldaten leisten in der Regel einen mehrmonatigen Dienst. Während dieser Zeit wohnen sie in Kasernen in der Nähe der königlichen Residenzen und sind für die Aufrechterhaltung der Sicherheit mitverantwortlich. Nummer 16.
Südkoreas königliche Garde, bekannt als die Wanggung Sumanjang, hat eine lange Geschichte, die bis in die Joseon-Dynastie von 1392 bis 1897 zurückreicht. Du kannst dich nicht um eine Mitgliedschaft bewerben, sondern wirst aus den Reihen des südkoreanischen Militärs ausgewählt. Ähnlich wie in anderen Ländern führt die südkoreanische Königsgarde täglich eine Zeremonie durch. Sie tragen traditionelle Waffen, darunter Schwerter und Speere, die ihre historische Rolle als Beschützer der Monarchie symbolisieren. Diese Waffen werden sorgfältig gewartet und bei zeremoniellen Auftritten mit Präzision gehandhabt. Ein Höhepunkt des Trainings ist die Beherrschung des Yangchang, einer einzigartigen Kampfkunst der königlichen Garde. Yangchang kombiniert Elemente aus Taekwondo, traditionellen Waffentechniken und Akrobatik, was zu einer bezaubernden Vorführung führt. Die Auszubildenden verbringen unzählige Stunden damit, ihre Bewegungen zu perfektionieren und ihre Kampffähigkeiten zu verfeinern. Nach Abschluss des Trainingsprogramms sind die Wächter bereit, ihre Aufgaben zu übernehmen. Sie sind im Gyeongbokgung-Palast, dem wichtigsten Königspalast in Seoul, stationiert, wo sie zeremonielle Aufgaben erfüllen und die königliche Familie beschützen. Nummer 15. Jordaniens königliche Garde ist eine militärische Eliteeinheit, die für die Sicherheit der jordanischen Königsfamilie und der Königspaläste verantwortlich ist. Sie ist bekannt für ihre Professionalität, Loyalität und ihr Engagement für die haschimitische Monarchie. König Abdullah I., der Gründer des modernen Jordaniens, erkannte die Notwendigkeit einer Spezialeinheit, um die Sicherheit der königlichen Familie und die Stabilität des Landes zu gewährleisten. Aus diesem Grund wurde 1921 die Königliche Garde gegründet. Innerhalb der Königlichen Garde gibt es eine besondere Einheit, die Tscherkessengarde, die eine einzigartige historische und kulturelle Bedeutung hat. Die Tscherkessen sind Nachkommen der tscherkessischen Diaspora des 19. Jahrhunderts, die durch Konflikte mit dem Russischen Reich entstanden ist. Viele von ihnen fanden Zuflucht im Osmanischen Reich und ließen sich schließlich im heutigen Jordanien nieder. Die charakteristische Uniform der Königlichen Garde, das sogenannte Rote Barett, ist ein Symbol für Ehre und Auszeichnung. Sie besteht aus einem roten Barett, einem Symbol für Eliteeinheiten auf der ganzen Welt, und Wüstentarnkleidung. Die Ausbildung und Auswahl für die Royal Guard sind streng und anspruchsvoll. Die Kandidaten durchlaufen ein umfassendes Auswahlverfahren, bei dem ihre körperliche Fitness und geistige Eignung geprüft wird. Sobald sie ausgewählt sind, durchlaufen sie ein intensives Training, das verschiedene Aspekte der Militärtaktik, der Treffsicherheit und der VIP-Sicherheit umfasst. Nummer 14. Die dänische königliche Leibgarde, auf Dänisch den Kongelige Livgarde genannt, ist für den Schutz der dänischen Königsfamilie und ihrer Residenzen zuständig. Mit ihrer jahrhundertealten Geschichte sind diese Wachen ein Symbol für Stärke, Ehre und Tradition. Jeden Tag kann man sie als Wachposten am Schloss Amalienburg, der offiziellen Residenz der dänischen Königsfamilie in Kopenhagen, sehen. Mit ihren kultigen Bärenfellmützen und leuchtend roten Uniformen strahlen sie Autorität und Macht aus. Die Wächter werden in einem strengen Training auf ihre Aufgaben vorbereitet. Sie werden in Kampftechniken und verschiedenen Kampfsportarten geschult, damit sie auf jede Bedrohung passend reagieren können. Zu ihrer Ausbildung gehört auch eine umfassende körperliche Konditionierung, um stundenlanges Stehen zu ertragen und dabei konzentriert zu bleiben. Neben ihren zeremoniellen Aufgaben spielen sie auch eine wichtige Rolle bei Staatsangelegenheiten und königlichen Veranstaltungen. Sie nehmen an den Zeremonien der Wachablösung teil und marschieren in synchroner Präzision, um ihre Disziplin und Einheit zu demonstrieren. Sie sind als die unbarmherzigste militärische Infanterie bekannt und werden trainiert, um die königliche Familie und die dänische Nation vor potenziellen Bedrohungen zu schützen. Nummer 13. Die marokkanische königliche Garde, die für ihre beeindruckende Präsenz bekannt ist, ist eine Elitetruppe, die die marokkanische Monarchie schützen soll. Mit einer reichen Geschichte, die bis ins 11. Jahrhundert zurückreicht, hat sich die Garde zu einem hochorganisierten Regiment mit 6000 Soldaten entwickelt. Ihre Ursprünge gehen auf die angesehene Schwarze Garde zurück, die 1088 von Yusuf ibn Tashfin, dem Herrscher der Almoraviden, als seine persönliche Schutzeinheit gegründet wurde. Eine der Hauptaufgaben der marokkanischen Königsgarde ist der enge Schutz des Königs und anderer Mitglieder der königlichen Familie. Sie ist ständig in den königlichen Palästen präsent und begleitet den Herrscher bei offiziellen Aufgaben, öffentlichen Auftritten und internationalen Besuchen. Ihre Rolle geht über die physische Sicherheit hinaus, da sie auch dazu beiträgt, die Würde und das Ansehen der Monarchie zu wahren. Neben ihren Schutzaufgaben spielen sie auch eine wichtige Rolle bei der Wahrung der nationalen Sicherheit und der Verteidigung Marokkos. Sie arbeiten eng mit den marokkanischen Streitkräften und anderen Sicherheitsdiensten zusammen, um die allgemeine Stabilität des Landes und die territoriale Integrität zu gewährleisten. Nummer 12.
Ninjas und Samurais sind zwar Kultfiguren in der japanischen Geschichte und Kultur, aber sie gehören zu verschiedenen Epochen und sind nicht direkt mit der modernen kaiserlichen Garde verbunden. Die kaiserliche Garde wurde in ihrer heutigen Form offiziell 1947 nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs gegründet. Sie ersetzte die vorherige Division der kaiserlichen Garde, die seit dem späten 19. Jahrhundert existierte. Japans kaiserliche Garde ist eine prestigeträchtige und beeindruckende militärische Kraft, die für den Schutz der kaiserlichen Familie und die Sicherung wichtiger nationaler Ereignisse verantwortlich ist. Ihre Ursprünge reichen bis ins 19. Jahrhundert zurück, in die Zeit der Meiji-Restauration, als Japan eine Phase tiefgreifender Modernisierung und Umgestaltung erlebte. Im Jahr 1867 wurde die kaiserliche Garde als eine ausgewählte Einheit gegründet, die den Kaiser und seine Familie schützen sollte. Im Laufe der Jahre hat sich die Garde zu einer Elitetruppe entwickelt. Ihr Auswahlverfahren ist streng, denn nur die fähigsten und diszipliniertesten Personen werden aus den japanischen Selbstverteidigungskräften ausgewählt. Nummer 11. Die malaysische Königliche Garde, auch bekannt als das Königliche Malaysische Regiment, geht auf das Jahr 1933 zurück. Es begann mit der Gründung der First Experimental Company, einer Einheit, die aus einheimischen Malaien bestand und den ersten Schritt zum Aufbau eines einheimischen Militärkorps in Malaya darstellte. Am 1. Februar 1933 wurden 25 junge Malaysier aus einer Gruppe von 1000 Bewerbern ausgewählt, um die ersten Rekruten des neuen Regiments zu werden. In Anerkennung ihrer bedeutenden Beiträge zur Landesverteidigung erhielt das Royal Malay Regiment 1960 den prestigeträchtigen Zusatz Royal. Diese Auszeichnung würdigte ihren engagierten Dienst und hob ihren Status innerhalb der malaysischen Streitkräfte. Im Laufe seiner Geschichte hat das Regiment eine entscheidende Rolle bei der Verteidigung Malaysias gegen ausländische Invasionen gespielt. Im Zweiten Weltkrieg kämpften sie tapfer sowohl gegen die japanischen Streitkräfte als auch gegen kommunistische Aufständische. Sie haben auch an zahlreichen internationalen friedenserhaltenden Missionen und humanitären Einsätzen teilgenommen. Besonders erwähnenswert ist, dass sie an der UN-Operation beteiligt waren, die in dem Buch und dem Film Black Hawk Down beschrieben wird und bei der sie eine entscheidende Rolle spielten. Sie haben einen solchen Eindruck hinterlassen, dass das Royal Malay Regiment einmal eingeladen wurde, König Elisabeth II. Im Buckingham Palace zu bewachen. Was eine Ehre! Nummer 10. Die schwedische Königliche Garde, bekannt als Högvakten, ist eine prominente Einheit aus Kavallerie und Infanterie, die für den Schutz der schwedischen Königsfamilie zuständig ist. Mit ihrer reichen Geschichte, die bis ins Jahr 1523 zurückreicht, ist die Königliche Garde zu einem Symbol für schwedische Tradition und militärische Exzellenz geworden. Die Hauptaufgabe der Königlichen Garde ist es, für die Sicherheit und Ehre des schwedischen Königs und der königlichen Residenzen zu sorgen. Sie besteht sowohl aus Kavallerie als auch aus Infanterieeinheiten und ist für die ständige Präsenz am Königlichen Schloss in Stockholm verantwortlich. Diese Einheiten wechseln sich als Hauptsicherheitskommando ab und sorgen rund um die Uhr für den Schutz der königlichen Familie. Die Ursprünge der Högvakten gehen auf die Household Brigade und die Swear Lifeguards zurück und reichen bis ins frühe 16. Jahrhundert. Im Laufe der Jahrhunderte hat sie sich weiterentwickelt und an die wechselnden militärischen Praktiken und historischen Ereignisse angepasst. Heute ist sie ein fester Bestandteil der schwedischen Streitkräfte. Ein weiteres wichtiges Ereignis ist die königliche Geburtstagsparade, die jedes Jahr im Juli stattfindet. Mit dieser Parade wird der Geburtstag des Monarchen gefeiert und die militärischen Fähigkeiten werden unter Beweis gestellt. Nummer 9. Die Königliche Leibgarde oder RBG von Bhutan ist eine hoch angesehene Eliteeinheit, die als persönliche Sicherheitstruppe für den König von Bhutan dient. Die RBG ist zwar Teil der Königlichen Armee Bhutans, operiert aber unabhängig und untersteht dem direkten Befehl des Königs. Das unterstreicht das besondere Vertrauen, das der Monarch in die Leibwache setzt. Die RBG ist als die beste Eliteeinheit der bhutanischen Streitkräfte bekannt. Sie besteht aus über 1000 hochqualifizierten Soldaten, die einen strengen Auswahl- und Ausbildungsprozess durchlaufen müssen. Sie erhalten eine umfassende und spezialisierte Ausbildung in verschiedenen Bereichen, darunter Kampftechniken, Treffsicherheit, Personenschutz und Nachrichtengewinnung. Mit dieser Ausbildung sind sie in der Lage, eine Vielzahl von Sicherheitsaufgaben zu bewältigen. Die RBG spielte 1990 und 2003 eine entscheidende Rolle bei der Bewältigung antinationaler Krisen, als Bhutan mit Sicherheitsbedrohungen durch militante Gruppen konfrontiert war. Die Soldatinnen und Soldaten tragen als Teil ihrer Uniform auch eine charakteristische traditionelle Kleidung, darunter ein knielanges Gewand, das Go genannt wird. Nummer 8. Der thailändische Monarch diente während seines Militärdienstes in den 1970er Jahren in den Reihen der Wong Thevan.
Der Wong Tewan gilt weithin als Begriff von Ehre und Prestige innerhalb des thailändischen Militärs. Die Mitglieder werden aufgrund ihrer Fähigkeiten, Disziplin und Loyalität aus den besten Soldaten auserwählt. Thailands Engagement für die Verbesserung seiner militärischen Fähigkeiten zeigt sich darin, dass das Land als erste ausländische Nation gepanzerte Striker-Fahrzeuge erworben hat. Auch wenn sich die Aufgaben der königlichen Thai-Garde weiterentwickelt haben, ist es bemerkenswert, dass sie in der Vergangenheit auch mit Aufgaben betraut wurden, die als weniger glamourös galten, wie zum Beispiel das Verjagen von Krähen. Die königliche thailändische Garde erhält eine spezielle Ausbildung, um sicherzustellen, dass sie die verschiedenen Aspekte militärischer Operationen beherrscht. Von Kampffähigkeiten bis hin zu zeremoniellen Protokollen werden sie nach den höchsten Standards ausgebildet. Nach der Grundausbildung durchlaufen die Anwärter spezielle Trainingsprogramme, die auf die besonderen Anforderungen der Royal Thai Guard zugeschnitten sind. Diese Ausbildung umfasst verschiedene Aspekte wie persönliche Schutztechniken, Umgang mit Menschenmengen, Kampfsportarten und fortgeschrittene Kampffähigkeiten. Die königliche Thai Garde legt auch großen Wert auf zeremonielle Etikette und Präzision. Sie erhalten eine sorgfältige Ausbildung in Marschieren, Formation, Salutieren und anderen zeremoniellen Protokollen. So wird sichergestellt, dass sie bei staatlichen und königlichen Veranstaltungen einwandfrei funktionieren. Nummer 7. Die königlichen Streitkräfte von Brunei sind die militärische Organisation, die für die Verteidigung und Sicherheit von Brunei verantwortlich ist. Die RBAF wurde am 31. Mai 1961 gegründet und wurde am 1. Januar 1984 nach der Unabhängigkeit des Landes vom Vereinigten Königreich offiziell zu den Streitkräften von Brunei. Sie umfasst drei Hauptkomponenten: die Royal Brunei Land Force, die Royal Brunei Navy und die Royal Brunei Air Force. Sie stehen unter dem Kommando des Sultans von Brunei, der als Oberbefehlshaber und Verteidigungsminister fungiert. Ihre Hauptaufgabe ist es, die Souveränität und territoriale Integrität der Nation zu schützen. Außerdem spielen sie eine wichtige Rolle bei der Unterstützung der zivilen Behörden in Notfällen und auch bei Naturkatastrophen. Im Vergleich zu anderen regionalen Streitkräften ist die RBAF relativ klein. Sie haben jedoch Modernisierungsmaßnahmen ergriffen, um ihre Einsatzbereitschaft und Effektivität zu verbessern. Brunei hat in Ausrüstung und Ausbildung investiert, um sicherzustellen, dass seine Streitkräfte in der Lage sind, ihre Aufgaben auch entsprechend zu erfüllen. Sie führen regelmäßig gemeinsame Übungen und Ausbildungsprogramme mit anderen Ländern, einschließlich Verbündeten und Partnern, durch. Nummer 6. Die Königliche Garde von Oman, kurz RGO, gewährleistet die persönliche Sicherheit und die zeremoniellen Aufgaben des Sultans und der königlichen Familie von Oman. Sie arbeitet als Strafverfolgungsbehörde innerhalb des Landes. Die RGO hat ihren Hauptsitz in Seeb, Oman, und wird von Kommandant Salim Ali Badr al-Hosni geleitet. Ihre Hauptaufgabe ist es, die Sicherheit des Sultans und der königlichen Familie zu gewährleisten und sie bei offiziellen Veranstaltungen und Feierlichkeiten zu unterstützen. Sie sind auch für die Umsetzung von Sicherheitsmaßnahmen, die Durchführung von Risikobewertungen und die Bereitstellung von Personenschutzdiensten zuständig. Außerdem sammeln und analysieren sie nachrichtendienstliche Informationen über Zusammenarbeit mit anderen Nachrichtendiensten, um über potenzielle Risiken und neue Trends immer informiert zu sein. Sie sind auch für den sicheren Transport des Sultans und anderer geschützter Personen verantwortlich. Nummer 5. Monaco, ein kleiner souveräner Stadtstaat an der Côte d'Azur, ist bekannt für seinen glamourösen Lebensstil, seine luxuriösen Casinos und den großen Preis der Formel 1. Doch hinter dem Glanz und Glamour verbirgt sich eine bemerkenswerte Institution, die Compagnie des Carabiniers du Prince. Die Compagnie des Carabiniers du Prince geht auf das Jahr 1817 zurück, als sie ursprünglich als persönliche Garde von Prinz Honoré dem Vierten gegründet wurde. Mit einer so reichen Geschichte verkörpert das Korps eine tiefe Verbundenheit mit der königlichen Familie von Monaco. Heute ist es in erster Linie für die Sicherheit und den Schutz von Fürst Albert II. Zuständig, dem regierenden Fürsten von Monaco. Sie spielen eine wichtige Rolle bei der Bewahrung der reichen Traditionen und der Kultur und nehmen auch an verschiedenen feierlichen Veranstaltungen teil, darunter die Wachablösung im Fürstenpalast. Ihre traditionelle Kleidung mit den leuchtend roten Tuniken, den goldenen Schulterklappen und den mit Federn geschmückten Helmen zeigt die Eleganz und Erhabenheit, die mit Monaco verbunden wird. Ob du es glaubst oder nicht, neben ihren Sicherheitsaufgaben verfügen sie auch über ein außergewöhnliches musikalisches Talent. Zum Korps gehört eine renommierte Militärkapelle, die bei nationalen Veranstaltungen, Konzerten und auch internationalen Festivals auftritt. Nummer 4. Unter den 16 königlichen Garden weltweit ist die Hans Majestät Kongensgarde in Norwegen ein herausragendes Symbol für das reiche Erbe des Landes.
Diese spezialisierte Einheit ist für den Schutz der königlichen Familie und der nationalen Institutionen zuständig und nimmt auch an zeremoniellen Aufgaben teil. Die norwegische Königliche Garde ist eine ausgewählte Gruppe mit einer bedeutenden Geschichte. Sie ist bekannt für ihre zeremoniellen Uniformen in den traditionellen Farben Rot und Blau und verleiht königlichen Veranstaltungen einen Hauch von Pracht. Durch ihre Teilnahme an feierlichen Veranstaltungen wie der Wachablösung im königlichen Palast in Oslo bewahren sie das kulturelle Erbe und den Glanz, der mit der norwegischen Königsfamilie verbunden ist. Die Aufnahme in die norwegische Königliche Garde ist jedoch ein hartes Unterfangen. Die Bewerber durchlaufen ein Auswahlverfahren und ein intensives Training, das körperliche Fitness, Präzisionsübungen und spezielle Sicherheitsprotokolle umfasst. So wird sichergestellt, dass nur die fähigsten Personen mit dem Schutz der königlichen Familie betraut werden. Die Königliche Garde von Norwegen ist die größte Division der norwegischen Armee. Diese Auszeichnung unterstreicht die Bedeutung und den Umfang der Einsätze der Einheit, die verschiedenen Facetten militärischer und zeremonieller Aufgaben umfasst. Ein weiterer wichtiger Bestandteil der norwegischen Königlichen Garde ist die Königliche Schlosswache. Sie ist im Königlichen Palast in Oslo stationiert und sorgt für die Sicherheit und den Schutz der königlichen Familie und des Palastgeländes. Nummer 3. Die Königliche Garde Spaniens, bekannt als Guardia Real, steht für Ehre, Präzision und Tradition. Diese Einheit spielt seit Jahrhunderten eine wichtige Rolle beim Schutz der spanischen Monarchie und bei der Vertretung der Nation auf nationaler und internationaler Ebene. Die Wurzeln der Guardia Real reichen bis ins 15. Jahrhundert zurück, was sie zu einer der ältesten Institutionen in Spanien macht. Ursprünglich als persönliche Wache des Monarchen gegründet, hat sich ihre Rolle im Laufe der Zeit weiterentwickelt und umfasst nun ein breites Spektrum an Aufgaben. Die Hauptaufgabe der Guardia Real ist der Schutz des spanischen Königs und der königlichen Familie. Sie sorgen für die Sicherheit des Königs, der Königin und anderer Mitglieder des königlichen Haushalts, sowohl bei öffentlichen Auftritten als auch in den königlichen Residenzen. Sie nehmen an Veranstaltungen wie Staatsbesuchen, Militärparaden und königlichen Zeremonien teil. Neben ihren zeremoniellen Aufgaben hat die Guardia Real auch Fachwissen für spezielle Einsätze entwickelt. Zu ihrem Personal gehören Infanterie, Kavallerie, Artillerie und Unterstützungseinheiten. Dank dieser Vielseitigkeit können sie sich an verschiedene Szenarien anpassen und ein breites Spektrum an operativen Anforderungen erfüllen. Nummer 2. Die königliche Marechaussee nimmt eine einzigartige Stellung in der niederländischen Sicherheitslandschaft ein. Die Königliche Garde ist eine vielseitige Truppe, die für die Aufrechterhaltung von Recht und Ordnung, den Schutz der königlichen Familie und die Sicherheit der Landesgrenzen zuständig ist. Die Wurzeln der königlichen Marechaussee der Niederlande reichen bis ins Jahr 1814 zurück, was sie zu einer der ältesten Militärorganisationen des Landes macht. Sie ist für Militäreinrichtungen, Flughäfen, Seehäfen und Grenzübergänge sehr wichtig. Mit der Befugnis, sowohl militärische als auch zivile Gesetze durchzusetzen, sorgen sie für die öffentliche Sicherheit. Außerdem nehmen sie aktiv an internationalen Einsätzen teil, unterstützen friedenserhaltende Missionen und bieten Sicherheitsexpertise im Ausland. Die Königliche Marechaussee der Niederlande umfasst verschiedene Spezialeinheiten mit jeweils einzigartigen Fähigkeiten, darunter die Bahn- und Luftfahrtpolizei und auch die mobile Einheit. Nummer 1. Die Emirigard hat ihren Ursprung in den frühen Tagen der Unabhängigkeit Katars. Sie wurde als Militäreinheit zum Schutz des Emirs von Katar gegründet und hat ihre Wurzeln in der tief verwurzelten Tradition des Schutzes des Herrschers des Landes. Im Laufe der Jahre hat sich die Emirigard zu einer hochspezialisierten Truppe entwickelt, die für eine Vielzahl von Sicherheitsaufgaben ausgerüstet ist. Das Trainingsprogramm ist für seine Intensität und Strenge bekannt. Angehende Mitglieder der Garde durchlaufen ein zermürbendes Auswahlverfahren, das ihre körperliche Ausdauer, geistige Entschlossenheit und auch Loyalität prüft. Die Ausbildung umfasst Kampftechniken, Schießfertigkeiten, taktische Fähigkeiten und auch Nahkämpfe. Die Hauptaufgabe der Emirigard ist es, die Sicherheit des Emirs von Katar und des Hauses Al Thani zu gewährleisten. Sie sind in der Residenz des Emirs in der Hauptstadt Doha stationiert und begleiten das Staatsoberhaupt zu verschiedenen Veranstaltungen im In- und Ausland. Die Emirigard ist sich der Bedeutung der globalen Sicherheitskooperation bewusst und arbeitet deswegen aktiv mit ausländischen Partnern zusammen. Diese Kontakte erleichtern den Austausch von Best Practices, die Weitergabe von Informationen und gemeinsamen Trainingsübungen. Was hältst du von der Königlichen Garde und hast du schon einmal eine im echten Leben gesehen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen hoch. Wenn ihr mehr Videos von uns sehen wollt, klickt auf den Bildschirm oder schaut euch auf unserem Kanal um. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.